Hallo, ihr seid richtig. Heute ist wieder mal Lesestunde, neuer Monat, neues Glück. Und zwar die Juli-Ausgabe des Traders Magazin ist erschienen. Und auch diesmal wieder ein Artikel zum Thema Optionshandel dabei. Und den schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Also, ihr seht, ich habe es hier oben hier schon angemagert. Nachdem wir ja in der letzten Ausgabe schon den ersten Teil mit Aktienoptionen hatten von Alan Ellman, dem Blue Collar Investor, dieses Mal die zweite Folge. Und zwar geht es heute um das, was Verkauf von gedeckten Puts, Cash Secured Puts. Und ja, wer jetzt mit Cash Secured Puts sich schon ein bisschen auskennt, wer das schon gehandelt hat, der wird in dem Artikel nichts Neues finden. So, das soll aber überhaupt keine Kritik sein. Warum? Cash Secured Puts sind nun mal relativ einfache Strategien. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das heißt, man sagt beispielsweise, okay, ich habe hier eine Aktie und bei 40 schreibe ich einen Put. 40 mal 100 wegen Bezugsverhältnis 1 zu 100 muss man also 4.000 Dollar hinterlegen. Das heißt nicht nur die Margin, die vielleicht nur 1.000 Dollar wäre, sondern man hinterlegt einfach diese 4.000 Dollar. Und wenn man eben die Aktie bekommt, dann lässt man sie sich für 40 einbuchen. Wenn sie nach oben wegläuft, hat man die Prämie kassiert. Das ist mal ganz einfach. So, soll aber überhaupt keine Kritik an dem Artikel, wie gesagt, sein, sondern er beschreibt das, was er in seinem Buch, ich glaube, das heißt Cash Selling Puts oder so ähnlich, was er da schon beschrieben hat. Aber was mir ganz gut gefallen hat, ist, wie er vorgeht. Und zwar jetzt mal da gar nicht so dahingehend, dass man das nachmachen muss, aber er macht eben auch hier wieder eine sehr schöne Herangehensweise. Das heißt, er geht systematisch an das Ganze ran. Also als erstes ist er sich im Klaren darüber, wo ist das Risiko. Und er schreibt das hier auch ganz klar, das Risiko ist eben immer die Aktie. Wenn die Aktie also stark fällt, wenn die deutlich unter unserem Put fällt, dann ist das das Risiko, weil man muss die Aktie dann teurer kaufen oder den Put teurer zurückkaufen als ursprünglich gewollt. Das heißt, er zeigt als allererstes auf, wo ist das Risiko. Und das sollten wir als Optionshändler immer wissen, in jeder Strategie, egal was wir machen, wo ist unser Risiko? Was passiert, wenn Aktien, Optionen, was auch immer sich bewegen, wo liegt unser Risiko? Also das Punkt Nummer 1. Und zum Zweiten geht er eben dann her und sagt, okay, er geht sehr, sehr systematisch vor. Und ich kenne auch so seine Arbeit ein bisschen, weil ich habe alle seine Bücher gelesen, ich habe sein Newsletter lange Zeit auch verfolgt. Und er geht eben einfach her und sagt, okay, also ich mache als erstes eine Fundamentalanalyse der Aktien. Er bedient sich hier Investors Business Daily und klar, warum nicht? Also das ist ja eine Sache, wo man sagt, okay, warum muss man alles selber machen, wenn es andere für einen geringen Preis anbieten? So, als zweites geht er hin, macht eine technische Analyse der Aktien und dann nimmt er im Grunde genommen auch, finde ich, relativ simple Sachen. Einfache Dinge sind immer gut, also er nimmt zwei gleitende Durchschnitte. Er nimmt ein MACD-Histogramm, ein Stochastik und noch das Volumen. Das ist alles zugegebenermaßen, gerade das Volumen und Stochastik und so weiter, ist ein bisschen interpretationswürdig. Also man kann ein bisschen was hineininterpretieren. Das könnte man sicherlich noch verbessern, aber es ist eine systematische Vorgehensweise und deswegen ist es korrekt. Also er sagt eben, okay, schreibt nur Puts, wenn bestimmte Voraussetzungen in der technischen Analyse erfolgt sind oder erfüllt sind. Und deswegen ist das richtig. So, Punkt Nummer 3. Und dann kommt er eben hier auf allgemeine Grundsätze. Also da sagt, die Aktie muss ein bestimmtes Volumen am Tag haben. Die muss eine bestimmte Größe haben. Es muss eine bestimmte Liquidität sein. Die Spreads müssen in den Optionen dürfen nicht in eine bestimmte Größe überschreiten. Und so. Und das ist alles sehr, sehr richtig, weil auch darüber machen sich die meisten keine Gedanken, sondern sie sehen irgendwie eine Aktie, sagen, okay, super, schreibe ich einen Put drauf und schauen sich nicht an, ist denn das wirklich so eine gute Voraussetzung. Er schreibt, dass er eben das nicht macht, wenn Earnings anfallen und so weiter. Also alles, was in ein systematisches System, in eine Checkliste hineingehört, das schreibt Alan Ellman hier auf. So, und dann hat er noch, und das ist vielleicht ganz interessant für viele, er hat hier noch, ich kann es mal kurz zeigen, er hat hier noch so ein paar, wie nennt er das, allgemeine Formeln aufgelistet. Und zwar, diese Formeln sind ganz einfach, was vielen nicht so klar ist. Zum Beispiel, wie berechnet man denn die Rendite? Wie berechnet man denn die Break-Even-Punkte? Je nachdem, was passiert.
Und das hat er hier mal gemacht und das ist, glaube ich, für jeden, der dem das noch nicht so klar ist und gerade wenn man anfängt mit dem Optionshandel, diese ganzen vielen Dinge, die auf einen einschwirren, ist das eine sehr, sehr schöne Auflistung. Und er schreibt auch was über das Positionsmanagement. Und daher muss ich sagen, dafür, dass dieser Artikel gerade mal gute 4 Seiten lang ist, ist eigentlich sehr, sehr viel drin. Und wer noch nie was über Short Puts, mit Short Puts gemacht hat, mit Cash Secured Puts gemacht hat, für den ist das ein super Einstieg. Lohnt sich also definitiv, das zu machen oder das zu lesen. Und da kommt man zumindest mal ganz gut in das Thema rein. Lohnt sich also auf jeden Fall. In der nächsten Ausgabe, da freue ich mich schon, da macht er dann eine Sache, die wir persönlich auch machen, nämlich die Kombination aus verkauften Puts und wenn man dann die Aktie hat, dass man dann Covered Calls darauf schreibt. Also das ist eine echt tolle Sache und da freue ich mich schon drauf, auf diesen Artikel in der nächsten Ausgabe des Traders Magazins und das erscheint dann Ende Juli. Also das heißt, wir werden irgendwann Anfang August dann hier wieder einen Traders Review machen. Für dieses Mal wieder Interviews drin, Strategieartikel und so weiter und so fort. Wie gesagt, hier im Kanal besprechen wir nur die Dinge, die mit Optionen zu tun haben. Aber ich muss ehrlich sagen, für, was kostet das Heftchen überhaupt? 5,80 Euro. Das sind sicherlich 5,80 Euro, die gut investiert sind. Also ich habe schon für viel, viel schlechtere Sachen viel, viel mehr ausgegeben. Und deswegen kauft euch das Traders, lest regelmäßig. Der eine oder andere gute Gedanke ist immer mit dabei, lohnt sich also. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute. Servus, macht's gut. Bye, bye.